Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen versucht, hier so rumzufummeln. Oh, wir können jedes Mal irgendwie schlafen gehen, wenn wir uns einloggen. Habe noch ein bisschen versucht, auf dem Server rumzufummeln. Aus irgendwelchen Gründen schaffe ich es nicht mehr, die Monster einzuschalten. Weil ich dachte, Mensch, wir sind jetzt bei unserem Haus doch schon ein bisschen weiter. Können wir mal die Monster wieder anmachen? Aber das sollte wohl nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir denn in der letzten Folge stehen geblieben? Ich glaube, das war bei unserem ominösen Anbau. Wir haben jetzt gar keine Holzbaustämme, Dings, Bommens mehr, ne? Wir haben gar kein Eichenholz mehr. Sehe ich gerade. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt halt noch ein bisschen Holz hacken. Ist ja nicht das Problem. Wir haben ja unsere Möglichkeiten. Boah. Kann man ruhig auch noch ein bisschen hiervon mitnehmen. Ich meine, mehr als genug. Quatsch, man kann nie davon genug haben. So rum, jetzt habe ich es. Und deswegen brauchen wir die hier alle schön weg. Schade, das ist natürlich auch, dass die kleinen Bäume nicht mehr größer werden. Es wäre so richtig cool, wenn man die Bäume einfach mal stehen lassen könnte. Und die dann... Ja, quasi, dass man aus so einem kleinen Baum dann hier so ein großer wird. Wäre schon geil. Dann könnte man einfach mal abwarten. Ich meine, klar, man kann ja eine Grenze setzen, dass die nur eine bestimmte Größe bekommen. Aber so an sich wäre das bestimmt lustig. So, haben wir den hier noch weg. Ich glaube, dann haben wir auch schon erst mal genug. 40 Dinger. Und dann müssen wir hier wieder hoch. So, dann setzen wir, such mal. Ach, Deutsch. Sprache. Dann sammeln wir hier die ganzen Setzlinge noch ein. So. So, und dann gehen wir mal hier rauf. Genau, daran ist es ja das letzte Mal gescheitert, dass wir das ganze Ding hier ein bisschen enger machen mussten. Und das hier kann weg, inklusive dem hier. Da habe ich nämlich eine andere Idee gekriegt. Nämlich, da das ja hier doch ein bisschen enger wird, würde das gar keinen Sinn machen, hier so ein, na ihr wisst schon, was hinzumachen. Eigentlich würde es sogar reichen, wenn man hier so eine Idee. Ja, doch. Ich teste das jetzt einfach mal aus. Naja, werden wir sehen, wie es dann aussieht. Wenn es kacke aussieht, können wir es ja immer noch abreißen. Ja, so, dann kommt das hier weg. Halt, nein, der hier muss stehen bleiben. Der muss bleiben. Nein, oh Mann, ich wollte bloß die Baumdinger da einsammeln. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die Setzlinge mal mit. Um die dann bei Gelegenheit wieder einzupflanzen. Verstehst du? Einpflanzen, ja. So macht man das. Wenn man den grünen Daumen hat. Oh Gott, den habe ich nicht. Habt ihr denn den grünen Daumen? Ich meine, haltet ihr euch, habt ihr Pflanzen zu Hause oder kümmert ihr euch da selber drum oder doch eher so eure Eltern? Packt hier schon wieder so ein... Nee, doch nicht. Das heißt, sehr fragwürdig. Okay. Da ist noch Holz. Das nehmen wir auch noch mit. Wir wollen ja nichts verschwenden, nur weil wir jetzt hier ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. So, müssen wir hier wieder hoch. Und das hier können wir alles abreißen. Und die Dinger hier können weg. Da kommt dann ganz normal hier Stein hin. Genau so wie auf der anderen Seite. Müsste das dann weg? Hallo? Was soll das denn jetzt hier? Und auch rumzicken oder was? So.
Dann kommt das hier raus. Hier kommt ein Holz rein. Hier ist nämlich schon Holz drin und der hier kommt auch raus. So, da kommt dann hier der Stein hin. Hier die Steine kommen ja dann so gesehen auch raus. Ich sehe gerade, ich habe hier leichte Lags. Und es kann auch sein, dass ich zwischendurch mal vom Server fliege. Dass, ich habe nämlich zurzeit so ein, zwei Internetproblemchen. Mal wieder. Ist ja eigentlich, ich bin schon am Überlegen, ob ich mal den Anbieter wechsle. Ich habe jetzt hier schon seit Ewigkeiten Internetprobleme. Dann sind die behoben, dann kommen die nächsten. Und da muss ich ehrlich sagen, da kriege ich langsam Plack. Plack. So, und hopp, sagen wir hier runter, sammeln wir ja unsere Sachen ein. Unsere 7. So. Und die Treppen kommen dann hier wieder ran. So. Genauso wie auf der anderen Seite. Zack. Und dann lassen wir den Übergang so, wie er ist. Hier wird dann, es ist dann so ein kleiner Durchgang, da kannst du dann halt durchgehen. Hier ist so ein Durchgang halt so, ne, hat. Und dann kommen hier, dafür brauchen wir einen Zäune. Mal wieder. Schnappen wir uns mal ein paar Zäunchen, gehen wir mal runter ins Lager. Eieieiei, haben wir hier einiges vor uns. Und die waren ja bei Holzkram drin. Genau, da hatten wir nämlich noch so ein, zwei tausend. Die Treppe, die muss echt weg. Ich meine, die sieht ja hübsch aus. Muss ich selber zugeben. Habe ich hübsch gemacht. Aber wie gesagt, die ist halt so mitten im Weg. Da müsste man sich da nochmal was einfallen lassen. So, dann haben wir das Ganze so und dann kommt hier nämlich, wie haben wir das denn hier gemacht? So, dann muss das hier nämlich auch weg. So, aber dann muss das, müssen die Steine hier glaube ich auch raus. Dann kommt das Ganze nämlich wieder so und so. Und dann hätten wir das eigentlich lassen können. Toll. Ach nee, bisschen unaufmerksam. Na gut, kann passieren. Man sollte es mir nachsehen. Es ist jetzt auch 1.58 Uhr in der Nacht. Ich verspüre ein wenig, also jetzt nicht so viel, weißt du, das ist ja, kenne ich ja normalerweise gar nicht, dieses, oh Gott, wie hieß es? Müdigkeit, genau, Müdigkeit. So dieses komische Ding damit schlafen und genau. Ihr kennt das bestimmt, sowas macht der Mensch alle 100 Jahre mal. Da muss der dann doch mal kurz die Klüsen nicht machen und Bubu und so. Aber ich bin halt schon immer nachtaktiv gewesen, deswegen ist das bei mir mal ein bisschen was anderes. Und hier möchte ich gerne das ganze Ding ein bisschen breiter haben. So. Dann kommt das hier raus. Raus. Und hier hin. Und ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, gab ein paar Veränderungen so in Bezug auf den YouTube-Kanal. Vor allem habe ich den Namen geändert. Von FancyLP auf Fanclip. Was ja wahrscheinlich sich in gar nicht so absehbarer Zukunft nochmal ändern kann, weil ich jetzt kurz die ganze Zeit am Überlegen bin, wie ich mich vielleicht nennen könnte, weil ich will dieses LP aus dem Namen haben. Geht mir auf den Sack. Und deswegen habe ich die Verbindung zum Server verloren. Geil! Ja, das meinte ich nämlich, Internet weg und so und vielleicht gerade ein bisschen nervig. Aber gut, wir können ja zusammen einfach mal warten. Oder ich unterbreche so lange die Aufnahme. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, Internet kurz weg gewesen. Wie das halt so ist, können wir die Hälfte hier nochmal nachbauen.
ist ja auch öfter so. Und hier habe ich dann, glaube ich, genau, hier kam so eine Steinkante hin. Ja, Namen ändern und da muss ich halt mal gucken. Weil ich will halt, ja, ich will halt dieses LP aus meinem Namen raus haben und auch was Eigenes haben mit einem Wiedererkennungswert und so. Das gefällt mir halt alles noch nicht so gut. Aber gut, das soll nicht euer Problem sein. Es kann halt nur sein, dass ich im Laufe der Zeit einen neuen Kanal dafür erstellen muss, da man seinen Namen auf YouTube zwar ändern kann, allerdings wird die URL nicht geändert und ist ein bisschen doof, wird auch ein bisschen aufwendig, weil ich ja die ganzen Videos dann, ich weiß halt noch nicht, ob ich den auf den neuen Kanal mit rüber nehme. Das heißt, ich muss jedes einzelne Video, das ich hier nicht gespeichert habe, runterladen und dann auf dem neuen Kanal wieder hochladen. Was total bescheuert ist, weil dann sind auch die ganzen Views weg, was jetzt nicht so wild ist, aber wäre schon ärgerlich. Gut, aber wie gesagt, soll nicht euer Problem sein. Mann, zu hoch. Das wird sich dann alles zeigen. Was soll ich denn jetzt hier überhaupt machen? Ich meine, ich fange jetzt hier die ganze Zeit an zu bauen und völlig ohne Sinn und Verstand. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Genau, ich habe keine Ahnung, was ich tue. So. Nein. Ich glaube, ich setze die Treppen falsch an. So, genau. So möchte ich das. Bisschen mehr hier. Genau so. Und wenn die Treppen hier rangesetzt, dann haben wir die Seite zumindest so mal schon ein bisschen geskillt. Und hier ist ja, was ich noch gar nicht gesehen, was ich noch gar nicht hier oben jetzt weiter einen Kopf drüber gemacht habe. Es wurden ja jetzt letztendlich an alle Beta-Keys verteilt, die sich für die Beta beworben haben für Titanfall. Das heißt, ihr könnt lustig drauf loszocken, wenn ihr halt rechtzeitig euch einen Beta-Key sichern wolltet. Also selbst wenn ihr jetzt da zum einen Tag da keinen gekriegt habt, spätestens jetzt solltet ihr mal bei eurer Origin Dingelingeling reingucken in euren Client, und mit viel Glück müsstet ihr dort jetzt eigentlich Titanfall zur Verfügung haben. Und ja gut, da können wir gerne mal zusammen zocken. Ich habe das auch schon ein bisschen angetestet. Mit dem Aufnehmen weiß ich noch nicht so genau, ob ich das machen kann. Weil mir der liebe Miles mal gesagt hat, dass man die Beta wohl nicht aufnehmen darf. Schauen wir uns irgendwann mal genauer an. Ansonsten jetzt gehen wir einfach mal einen Strike. Nein, keine Ahnung. Schauen wir mal, wird schon schief gehen. Und was ich noch sagen wollte ist, eigentlich war ja zum Ende des Monats, jetzt diesen Monats, Februar 2014, war geplant, ein Let's Play zu dem Spiel Thief zu machen. Problem ist, da unser guter alter Freund Square Enix ganz hart was dagegen hat, Spiele von sich auf YouTube vorzufinden, kann ich das leider nicht machen. Das Problem ist nämlich, dass ich angefragt habe, auch wegen einer Genehmigung und so, die braucht man ja als Let's Player. Es ist eigentlich, es ist schon ein bisschen mehr als im Aufnehmen, Hinsemmeln, fertig, Feierabend. Sondern man braucht ja die Genehmigung vom jeweiligen Publisher. Und Square Enix hat was dagegen. hat was dagegen. Und deshalb ist es mir leider nicht möglich, Thief für euch zu Let's Playen. Ich werde es zwar wahrscheinlich trotzdem zocken, aber ich werde es halt nicht aufnehmen können. Beziehungsweise ich nehme es vielleicht auf und werde es dann irgendwann, wenn sich doch mal ein Wunder ergibt, hochladen. Irgendwann. Wenn sich ein Wunder ergibt. Ich glaube aber nicht dran. Da bräuchte ich schon ein richtiges YouTube-Netzwerk, was das für mich alles so klar macht. Aber gut, das, da sind wir noch weit entfernt für. Außer ich schaffe es von heute auf morgen, irgendwie 2 Milliarden Viewer zu bekommen pro Tag. Keine Ahnung. Dann wäre es natürlich möglich. Dann würde ich Thief ohne Probleme für euch Let's Playen können, weil ich ja dann auch die Genehmigung dafür bekomme.
Schade. Ja gut, aber ist nicht so problematisch. Es gibt ansonsten genug Let's Player auf YouTube, die euch das Spiel vorstellen werden. Nur ich halt leider nicht. Was ich halt auch sehr schade finde, weil ich habe mich auf dieses Spiel sehr gefreut. Danke Square Enix. Danke. Ja, so. Hier kommt dann einer hin. Ja. So, hier so. Ja, nee. Und dann geht das hier so hoch. So. Und dann geht das hier so weiter. Dann müsste das ja theoretisch ein breiter werden. Ha. Können wir den hier auch wegmachen? So, und dann setzen wir den da rein. So. Machen wir das einfach mal so, würde ich so mal so sagen. So, und genau hier kam ja dann eh Stein hin. Zack. Schau mal, wie breit das ist ja hier dann. Ganze so. Ach so, wegen hier, wegen der Mauer. So. Jetzt bin ich verwirrt gerade. Kurzen Moment. So, ja doch, so war richtig. Das heißt, mal hier 1, 2, 3. Bis zur Ecke. Genau. Und so genau halt dann auch auf der anderen Seite. Theoretisch. Das heißt, dass hier noch gar nicht die Ecke kommen sollte. Sondern dass es hier noch weitergeht. 1, 2, 3, so. Und dann bauen wir uns hier nochmal hoch. Genau. Ach, das hätte eigentlich da bleiben können. Ach komm, das ist jetzt auch Wurst. Wobei ihr entscheiden könnt, welche Wurst. Ob Salami, Schinkenwurst, Bierwurst. So, dann haben wir das hier und dann können wir das oben nämlich auch alles anpassen. So, mit O. Und dann können wir uns ja hier nochmal so ein Treppchen bauen. So. Ich sag schon mal viel zu oft so, weil wer so sagt, ist noch lange nicht fertig und hat keine Ahnung. Genau, hier ging einer hoch. Und dann ging es hier hoch. Und das hier ist ja dann der Abschluss der Mauer. So. Und genauso dann auf der anderen Seite. Ja, wir sind auf jeden Fall schon wieder voll out of Holz. Das ist natürlich nicht so geil. Na, so. Dann hier die gleiche Scheiße nochmal. Eigentlich müssen wir das ja hier so machen, weil... Nee, doch nicht. Nein. So. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Frech wie wir sind. Geht das dann hier alles seinen Gang. So. Mal gucken, der Raum müsste eigentlich gar nicht mal so groß werden. Und hier geht es dann durch. Haben wir Fackeln bei. What the Fackel? Haben wir bei. Kommen die hier mal hin, damit wir hier nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle kriegen. Da noch einen hin. So. Und jetzt sind wir schon wieder bei fast 20 Minuten. Ich denke mal, die Folge können wir dann auch so beenden. Weil ich wollte jetzt eigentlich nur eine Folge aufnehmen und dann in Ruhe morgen weitermachen. Weil jetzt dachte ich mal, Mensch, nimmst du heute mal ein paar Sachen auf. So. Ich habe ja auch von Mass Effect 3 mittlerweile die erste Folge aufgenommen. Habe bloß ein paar Probleme mit dem Ton. Also in der Aufnahme ist alles super. So.
da ist der Ton perfekt. Aber wenn ich das aufnehme, dann habe ich gar keinen Ton. Also kaum Ton. Das klingt von der Sprache her so komisch und so leise. Dafür dann in der Aufnahme aber fünfmal so laut, dass ich dann das erstmal selber runterschrauben muss. Das hat mich ziemlich verwirrt. Aber gut. Was soll it? Kann man mal die Erde hier ein bisschen... Nein, Schiefpizzacker, die Erde, hab ich gesagt. Die Erde, verstehst du, Mann, ey. Scheiße, ja. So, warum haben wir so viel von dem Zeug bei? Ist ja unglaublich. Komm, wir gehen nochmal hoch. Geht die Folge heute mal ein bisschen in eine Verlängerung. Weil, ist ja der Vorteil, ich kann so lange aufnehmen, wie ich will. Ich kann so lange Parts raushauen, wie ich will. Ha! Würde ich einfach mal sagen, lecco mio. Da ist dann natürlich die Frage. Man kann ja. Wir haben noch hier einen doppelten Boden, ne? Genau. Die Frage ist ja hier. Hier ist die Treppe hinter, ne? Verdammt. Ist doch schon wieder Kacke. Also muss das wohl hier so hin. Ich lasse es erstmal hier drinne. Und dann überlege ich mir mal noch, was man, wie wir das am besten anstellen. So, das mal wieder runter. Das muss ja auch noch weg. Und das hier und überhaupt alles so muss weg. Dann gehen wir mal in unseren Schlafzimmerräumchen hier so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.